Heute wirst du die Wahrheit über Mindmaps erfahren und warum die Art und Weise, wie die meisten Schüler Mindmaps verwenden, leider nicht wirklich sinnvoll ist. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, warum die Art und Weise, wie die meisten Schüler Mindmaps verwenden, nicht wirklich sinnvoll sind. Ganz oft, wenn ich irgendwie mit anderen Personen auch darüber spreche, wie kann man denn am besten lernen, und auch gerade schon mit Schülern spreche, die vielleicht auch hinsichtlich Lerntechniken, Lernstrategie schon so ein paar Dinge ausprobieren, schon das Gefühl haben, hey, ich bin da schon ganz gut drin, höre ich immer wieder diesen Begriff Mindmaps. Leo, ich mache mir Mindmaps. Ich bin da schon gut drin, ich mache mir Mindmaps. Und grundsätzlich schon mal gut, wenn du dich damit beschäftigst, und Mindmaps sind eigentlich so für den Start, sage ich mal, eigentlich auch schon mal eine ganz gute Sache. Nur gibt es eine ganz konkrete Unterscheidung, die bei Mindmaps super, super wichtig ist. Und zwar ist das eigentlich die Unterscheidung, lernst du bei den Mindmaps auf Verstehen oder lernst du bei den Mindmaps auf auswendig lernen? Das ist, würde ich sagen, so der allerzentralste Unterschied, der in Bezug bei sämtlichem Lernen wirklich so die Quintessenz ausmacht. Ja, zum Beispiel auch bei uns im Traumabitur-Coaching gibt es ganz konkrete Lernstrategien für jedes einzelne Fach, das dann aber auch wirklich 100% auf Verstehen abzielt. Weil, wenn du was mal verstanden hast, kannst du es nicht vergessen und es macht dir auch viel mehr Spaß. Bestes Beispiel, Fahrradfahren. Du musstest nicht, ja, wenn du einen Führerschein machst, dann musst du 100.000 Theorie-Sachen besuchen, ja, weil du dann laut Start dein Auto fahren kannst. Musst du nicht auch Praxis machen, was auch sehr, sehr sinnvoll ist. Bei Fahrradfahren ist es aber zum Beispiel anders. Da, auch wenn du vielleicht in der Grundschule irgendwann diesen coolen Wimpel hattest, übrigens hatte irgendjemand Ehrenwimpel, ich hatte mal so einen Ehrenwimpel, das war immer cool, weil du hast nur einen Fehler gemacht oder keine Ahnung was. In jedem Fall, das hast du ja, Fahrradfahren hast du in den meisten Fällen schon lange vor der Grundschule gelernt. Das bedeutet, dann deine Eltern dich vielleicht einfach auf ein Fahrrad gesetzt, haben dir so die grundlegenden Sachen erklärt, das heißt, ein bisschen Theorie braucht man immer, aber dann bist du einfach 27 Mal auf die Schnauze gefallen, aber nach dem 28. Mal ging das und dann brauchst du auch keine großen Vorlesungen mehr oder sonst irgendwas, sondern es hat einfach funktioniert und seitdem fährst du Fahrrad, und selbst wenn du jetzt mal 5 Jahre lang gar nicht mehr Fahrrad fahren würdest, würdest du nach 5 Jahren niemals daran zweifeln, dass du dich nicht einfach wieder da drauf setzt und dann einfach wieder losfährst. Ja? Und das bedeutet Verstehen, das ist wirklich in dir abgespeichert. Und genauso solltest du auch lernen, wie man das macht, wie gesagt, bei uns im Traumabitur-Coaching. Aber jetzt in Bezug auf Mindmaps ist es extrem wichtig, dass du eben die Mindmap auf Verständnis aufbaust und eben nicht aus auswendig lernen. Weil was ich ganz, ganz oft bei den Mindmaps sehe und was da dann eben auch der zentrale Fehler ist, ist, dass man einfach nur, was weiß ich, meinetwegen irgendwie so deine Hauptbegriffe in die Mitte packt und dann außenrum ein paar schöne Verzweigungen macht und dann irgendwie einen Haufen Stichpunkte irgendwie daneben schreibt. Das ist, sieht erstmal cool aus, ja, und du kannst sagen, ich habe eine Mindmap gemacht, aber de facto ist es nichts anderes, als wenn du einfach oben die Überschrift hingeschrieben hättest und dann ein paar Stichpunkte. Das ist nichts anderes, als einfach auswendig lernen. Und wenn du merkst, du sitzt vor deiner Mindmap und versuchst, die Dinge einfach nur so einzuprägen im Sinne von, ah, okay, das, dann das Wort noch, dann das Wort noch, dann merkst du schon, du bist gerade dabei, auswendig zu lernen und du verstehst es nicht wirklich. Wie kannst du also eine Mindmap, ich würde es ja nicht mehr Mindmap nennen, aber wenn du sagst, du willst eine Mindmap verwenden, dann verwende sie bitte auf die folgende Art und Weise. Und zwar ist das Allerwichtigste, dass du sehr gute Verknüpfungen bildest. Unser Gehirn ist eigentlich nichts anderes als eine riesige, komplexe Verschaltung von Neuronen. Und das Entscheidende dabei ist, sind nicht die Knotenpunkte selbst, sondern die Verbindungen dazwischen. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass du auch innerhalb deiner Mindmap die entsprechenden Verbindungen herstellst. Weil es ist super, wenn du den Einfachbegriff weißt und den anderen auch und du das super auswendig gelernt hast. Vielleicht hast du auch Glück und bist nicht zu nervös in der Klausur und kannst dir die beiden Sachen dann auch wirklich auch in der Klausur noch merken. Nur wenn du den Zusammenhang dazwischen nicht kennst, ist das relativ ineffizient. Ja? Sondern worauf es eben oftmals ankommt, gerade für diejenigen, die sagen, sie wollen gut oder sogar sehr gut Noten schreiben, da kommt es auf den Zusammenhang an. Ja? In der Oberstufe und im Abitur gibt es diese 3 Anforderungsbereiche. Anforderungsbereich 1, ganz einfach formuliert, einfach nur etwas wiedergeben, also den Fachbegriff noch wissen. Anforderungsbereich 2, den Zusammenhang zwischen den beiden Fachbegriffen erklären können, und Anforderungsbereich 3, dann auch darüber noch hinauszugehen. Und wenn du die ganze Zeit nur auf auswendig lernen aus bist, was wird passieren? Du kannst vielleicht super gut die Anforderungsbereich 1 Antworten geben, aber bei 2 und 3 bist du komplett aufgeschmissen und damit bist du dann im Endeffekt bei einer 4. Ja, und das ist ja, sag ich mal, nicht der Anspruch, den ihr habt. Dementsprechend unbedingt auf Verständnis lernen. Das heißt, bei der Mindmap ganz, ganz konkret wirklich versuchen, was sind die einzelnen Verknüpfungen dazwischen. Das heißt, niemals in der Mindmap irgendeine Linie ziehen und nicht wissen, warum du die Linie ziehst. Sondern es sollte wirklich vollkommen klar sein. Und dementsprechend macht das auch, deswegen sage ich da auch dann nicht mehr Mindmap dazu, weil wenn die Mindmap grundsätzlich immer so aussehen muss, dass in der Mitte der Hauptbegriff steht und es dann außen immer weitergeht, dann bist du von der Struktur her an diese Mindmap-Struktur gebunden, die sich aber nicht zwangsläufig im Stoff widerspiegelt. Ja, es kann ja auch mal sein,
dass irgendwie außen zwei Punkte anfangen, von egal in welchem Thema du dich jetzt befindest, und dass die zu einem anderen Punkt zusammen verlaufen oder wie auch immer. Das heißt, wie ich konkret empfehlen würde zu lernen, ist, dass du dir die entsprechenden Fachbegriffe, Stichpunkte aufschreibst und die aber dann so miteinander verknotest, wie sie eben auch Sinn machen. Ja, zum Beispiel in Geschichte wird das in der Regel viel eher so sein, dass das ein Ereignis war, das führt dann zum nächsten Ereignis, führt zum nächsten Ereignis. Das heißt, in Geschichte ist oft mehr so ein nach unten gehen. Ja? Auf der anderen Seite hast du dann vielleicht, was weiß ich, in Wirtschaft, wenn du da einen Wirtschaftskreislauf aufzeichnest, dann hast du vielleicht hier, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was war denn da? Ich glaube irgendwie Unternehmer, Haushalt, Unternehmen, Haushalte und Staat oder irgendwie so. Ja? Dann hast du vielleicht mehr so ein Dreieck. Und das variiert eben von Stoff zu Stoff. Und du musst dir halt klar sein, wie ist die Struktur des Stoffs, das dann dementsprechend aufzuschreiben und dann auch zum einen die Fachbegriffe, die brauchst du natürlich trotzdem, aber das auch in der Verknüpfung zu schalten, wie das eben dann auch für dich Sinn ergibt. Und wenn du das so wirklich aufzeichnen kannst, also den Stoff, sage ich immer, skizzieren kannst, dann merkst du auch, hey, ich habe das hier wirklich verstanden, weil ich das quasi selbst grafisch auch darstellen könnte. Und deswegen bitte mach diese Art von Mindmaps und nicht die klassischen Mindmaps, weil die sind eben nur auf Verstehen, auf Merken und auch auswendig lernen ausgerichtet. Und richtig gutes Lernen funktioniert dann, wenn du die Dinge eben verstehst. Wenn du das für jedes einzelne Fach mit einer konkreten fächerspezifischen Lernstrategie haben möchtest, dann komm sehr gerne zu uns ins Traumabitur-Coaching, da geben wir genau dir solche Dinge mit. Du kannst dich dafür ganz einfach bewerben, entweder im ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder auch eben hier im ersten angepinnten Kommentar. Einfach auf den Link klicken und dich eintragen und dann werden wir sehr bald voneinander hören. Da freue ich mich darauf und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.